Am Yom HaKippurim wurde der Hohepriester nach der Tradition im zweiten Tempel mit einem Tau befestigt, um ihn möglicherweise rauszuziehen, wenn er doch verschied. In Hebräerbrief steht was Interessantes geschrieben, dass diese Tradition uns in Verbindung mit der antiken Schifffahrt der Nautik verbunden ist. In der Antike war es so, bei den großen Schiffen, die durch Klippen geführt werden sollten, fuhr ein kleines Vorläuferschiffchen vor, das verbunden ist durch ein langes Tau, um so das große Schiff sicher an das Ziel zu führen. So kam auch der Hohepriester Jeschua in das Allerheiligste, um die Gemeinde sicher in das ewige Ziel zu führen, das ewige Leben. In Hebräer Kapitel 6, Vers 19 bis 20 steht geschrieben, diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seelen, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang, wohin Jeschua als Vorläufer für uns eingegangen ist, der Hohepriester in Ewigkeit geworden ist, nach der Weise Melchizedeks. Amen.